Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Marcel, ich bin Zahnarzt und im heutigen Video schauen wir uns einmal an, wie die Gehaltsmöglichkeiten als Zahnarzt sind. Das sind ja keine oberflächlichen Gehaltsanalysen wie auf diversen Jobplattformen. Hier geht es wirklich in die Tiefe. Wir schauen an, wie viel verdient ein Berufseinsteiger üblicherweise, wie viel verdient man mit Berufserfahrung nach 5 Jahren im Beruf. Dann gehen wir uns mal anschauen, wie so eine typische Gehaltsstruktur überhaupt zustande kommt. Also wonach bestimmt sich das Gehalt? Und dann gehen wir auch darauf ein, wie viel ein Fachzahnarzt verdient, also ein Spezialist, und wie viel man mit einer eigenen Praxis verdient und wie da so die Kennzahlen sind, also wie überhaupt dieser reine Ertrag, also der Gewinn einer Zahnarztpraxis zustande kommt. Wie hoch ist der Umsatz und so weiter? Wie viel kostet es, eine Zahnarztpraxis zu übernehmen oder neu zu gründen? Auch darüber sprechen wir im heutigen Video. Viel Spaß. Wenn ihr euch überlegt, Zahnmedizin vielleicht zu studieren, ist das sicherlich wahnsinnig wichtig, sich das auch mal anzuschauen. Wir beginnen mit einem Artikel von John Frederick Jennison. Und er ist ein Kollege von mir, auch Zahnarzt, und ihn habe ich kennengelernt auf dem Freien Verband Deutscher Zahnärzte auf einem Treffen. Er hat einen sehr guten Artikel geschrieben, wo das Ganze auch mal ein bisschen kritisch beleuchtet, weil ja viel darüber gesprochen wird, wie viel Zahnärzte eigentlich verdienen. Und er hat einmal erklärt, was eigentlich alles dahinter steckt. Und es gab so einen Artikel, Zahnärzte sind Spitzenverdiener, und darauf hat er im Grunde reagiert und seine Sicht der Dinge dargestellt. Und zwar erklärt er hier, Moment mal, im Zahnmedizinstudium hast du höhere Kosten als in allen anderen Studiengängen. Das sind bis zu 3.500 Euro nur pro Material, für Materialien, pro Studium. Und dazu kommen noch viele Bücherkosten. Das heißt, man kommt schon mit etwas Druck aus dem Studium raus. Und wenn er jetzt vergleichbare Gehälter von Bachelor-Studiengängen von Freunden anschaut, dann sagt er, ist man mit 2.500 Euro hier wirklich am alleruntersten Ende. Und 2.500 Euro, das ist sein Gehalt gewesen nach dem Studium. Und das ist schon höher als das von Kommilitonen, also anderen Zahnmedizinstudenten. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen aufklären. Also man hat in Deutschland, wenn man in Deutschland studiert, erstmal diese Assistenzzeit zu machen, muss man, wenn man wie ich im Ausland studiert, übrigens nicht machen. Und da verdient man wirklich wenig. Also das sind so 1.600 Euro netto. Manche verdienen auch deutlich mehr. Es kommt eben darauf an, aber man bekommt verdient sehr wenig. Warum? Weil man in Deutschland ja noch nicht viel Praxis hat im Studium. Da kann man noch nicht viel, kann also nicht viel behandeln, nicht viel erwirtschaften, und Zahnärzte verdienen an einem eigentlich nichts. Deswegen gibt es keine großen Anreize, Assistenzärzte einzustellen, die wirklich nicht arbeiten können oder gar keine Berufserfahrung haben. Und deswegen sind die Gehälter auch wirklich sehr, sehr niedrig, teilweise niedriger als von zahnmedizinischen Fachangestellten, weil man ja noch in der Ausbildung ist. Also das Studium sind eben nicht nur die 5,5 Jahre Studium, sondern noch die 2 Jahre Assistenzzeit, wo man wirklich Berufsanfänger ist. Und dann geht es aber auch pro Halbjahr mit dem Gehalt nach oben. Und wenn man, wie ich, im Ausland studiert, dann ist es meistens so, dass man ein halbes Jahr als Assistenzarzt im Grunde für das Gehalt arbeitet, und danach beginnt man schon mit deutlich mehr und einer Umsatzbeteiligung, und so kann man schon auf 6.000, 7.000 Euro brutto kommen nach einem halben Jahr. Wenn man in Deutschland ist, hat man das aber nicht und muss diese 2 Jahre noch wirklich zu sehr niedrigen Gehältern arbeiten, und das beleuchtet er hier so relativ stark in diesem Artikel, was ich sehr interessant fand und ich denke auch jeder wissen sollte. Also 2 Jahre nach dem Studium sollte man mit keinem großen Gehalt rechnen und auch wirklich schlechter dran sein als die meisten anderen von euren Schulkollegen, wobei es dann eben deutlich nach oben geht mit dem Gehalt. Und klar, das ist jetzt einfach mal ein kontroverser Artikel, der das mal anders darstellt, aber wir werden uns jetzt gleich nochmal die Fakten anschauen, denn als Zahnarzt verdient man nach wie vor sehr gut, und das sehen wir jetzt auch gleich auf verschiedenen Plattformen. Also schauen wir uns jetzt erstmal diese Quelle an, das ist von der APO-Bank, und die haben jetzt hier einfach mal ein paar Statistiken aufgeführt. Ihr wisst ja, Banken haben immer einen sehr guten Überblick, und das ist die Ärzte- und Apothekerbank. Sie ist für Zahnärzte auch zuständig und sie hat sehr zuverlässige Daten, denn die APO-Bank vergibt Kredite für Zahnärzte, die sich selbstständig machen wollen, die eine Praxis übernehmen oder neu gründen wollen, und ja, kennt sich so gesehen sehr gut aus. Und ihr seht hier, es gibt einen Unterschied. Es gibt keine Tarifverträge für Zahnarztpraxen. Das heißt, anders als die Humanmediziner beginnt man nicht mit einem Tarifvertrag, den man online nachschauen kann, sondern es ist immer eine Frage der Verhandlungssache. Und letzten Endes kommt es immer darauf an, was ihr könnt. Wenn ihr Umsatz generiert in einer Praxis, das heißt, wenn ihr erfolgreich bestimmte Behandlungen durchführen könnt und das auch tut, wenn ihr die Kompetenz dafür habt, dann könnt ihr entsprechend verdienen. Also je mehr ihr könnt, je mehr ihr wisst, je mehr Behandlungen ihr anbieten könnt, durchführen könnt,
Und je mehr Fortbildung ihr habt und so weiter, desto mehr verdient ihr auch als Angestellte in einer Praxis. Also, der Vorbereitungsassistent, das ist dieser Assistent, Zahnarztassistent, diese ersten 2 Jahre, da verdient man so im Schnitt zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Dann als fertige Zahnärzte verdient man 50, also 50% der Zahnärzte verdienen zwischen 50 und 82% brutto. Assistenten gaben ein durchschnittliches Bruttogehalt von 39.100 Euro brutto an. Und 50% der Fachzahnärzte, und es gibt im Grunde zwei große Fachbereiche, in die man sich nochmal spezialisieren kann mit einer Ausbildung nach dem Studium, das sind Kieferorthopäden und Oralchirurgen, und von denen verdienen 50% 66 bis 116.000 brutto pro Jahr. Und dann ist der große Unterschied Stadt und Land. In der Großstadt verdienen Zahnärzte als Angestellte, also Gehalt bedeutet immer, ihr seid angestellt, 68.000 Euro. In der Großstadt, in der mittelgroßen Stadt, also in so einer sogenannten B-Stadt, Beispiel vielleicht Böblingen, Esslingen oder sowas, verdient man so 77.000 Euro, in der Kleinstadt 66.000 Euro und auf dem Land 82.000 Euro. Also auf dem Land verdient man immer deutlich mehr. Kommen wir zur nächsten Statistik. Wie ist eigentlich das Vergütungsmodell? Und hier ist es eben total unterschiedlich. Ich kenne Zahnärzte, die verdienen 60.000 Euro flat, also Festgehalt. Die können behandeln, wie sie wollen. Es spielt überhaupt keine Rolle und hat nichts mit dem Gehalt zu tun. Und dann gibt es ein anderes Vergütungsmodell. Das ist das variable Vergütungsmodell. Und da ist es oft so, dass ihr 40.000 zum Beispiel pauschal bekommt und dann 20% Umsatzbeteiligung auf den Umsatz, den ihr generiert. Das ist ein sehr übliches Modell und so kommt man dann eben auf deutlich mehr, je nachdem, wie viel man kann. Ja, wenn man jetzt implantologisch tätig ist, prothetisch tätig ist als Zahnarzt, kann man hier deutlich mehr verdienen. Genau, es sind eben zwei Modelle, für die man sich entscheiden kann. Manche Zahnärzte sagen, Moment mal, ich möchte frei behandeln können, ohne Druck, ohne irgendwie an finanzielle Punkte und Aspekte denken zu müssen oder da irgendwie beeinflusst zu werden. Ich möchte einfach mein Gehalt bekommen und das war's, ganz gemütlich. Und dann gibt es andere, die sagen, ich möchte am Umsatz beteiligt sein, denn ich habe in Fortbildung und so weiter viel investiert und ich möchte natürlich auch jetzt davon wieder zurückbekommen. Genau, und hier sehen wir 41% aller Zahnärzte, die eben an diesem Modell, diesem Vergütungsmodell mit Umsatzbeteiligung dabei sind, die bekommen 41% bekommen zwischen 26 und 30, also üblich sind so 20, 25 aus meiner Erfahrung, aber wir sehen hier, es geht auch deutlich mehr, wenn man eben mehr Berufserfahrung hat. 10% bekommen nur 16 bis 20%. Genau, also hier auch nochmal ein paar nähere Details, ein paar Tipps. Genau, hier jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt und zwar zum Einkommen eines selbstständigen Zahnarztes, das heißt in eigener Praxis. Das kann aber auch eine Partnerpraxis sein, also zum Beispiel, dass man sich zu zweit eine Praxis teilt. Und hier ist der Durchschnitt 183.000 Euro pro Jahr. Der Durchschnitt ist deutlich gestiegen. Das sind 15.250 Euro pro Monat. Und das bedeutet, dass hier wirklich alle Ausgaben abgezogen sind. Das ist wirklich der Reinertrag, den man als Gehalt sich aus der Praxis herauszieht. Also hier kommen keine Kosten hinzu. Das ist der Reinertrag. Das Einkommen eines Zahnarztes in selbstständiger Tätigkeit errechnet sich durch den Jahresüberschuss seiner Praxis. Dieser differiert je nach Facharztrichtung, Praxisform, Region und Dauer der Selbstständigkeit zu Teil stark. Von dem Praxisüberschuss muss der Zahnarzt noch Steuern, Altersvorsorge, Versicherung und eventuelle Tilgungen bezahlen. Also genau wie jeder andere Arbeitgeber oder Arbeitnehmer auch. Genau, jetzt geht es hier ein bisschen um Versicherung und so weiter. Das interessiert uns jetzt vorrangig nicht. Wir schauen uns jetzt aber was anderes an. Und zwar schauen wir uns jetzt mal auf Medipark Plus. Das ist eine Praxisbörse, wo man Zahnarztpraxen kaufen kann, also bestehende Praxen. Und das ist super spannend, denn Medipark Plus bietet hier wirklich tiefe Einblicke in Gewinne, Umsätze und auch in Stunden, die gearbeitet werden. Denn all das muss ja angegeben werden, damit Käufer, also junge Zahnärzte, die eben eine Praxis übernehmen wollen, da sich dafür interessieren. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier, können wir angeben, Bundesland, hier, das könnt ihr auch mal googeln, medipackplus.de. Und ich bin jetzt aus Baden-Württemberg ursprünglich, bin momentan in Hessen, gut. Können wir auch machen, aber schauen wir uns mal Baden-Württemberg an.
Und dann bekommt ihr einen guten Überblick, wie viel ein Zahnarzt so realistischerweise verdient und wie viel er dafür arbeiten muss und so weiter. Also schauen wir uns jetzt einmal diese Praxis an. Das ist die erste, Raum Freiburg, solid volllaufende Praxis mit starker PCR, das heißt professionelle Zahnreinigung. Und wir haben hier einen bereinigten Gewinn, also 1000 in 1000 Euro. Das sind 123.000 Euro, macht der bereinigten Gewinn. Und man kann die Praxis für lediglich 29.000 Euro kaufen. Jetzt können wir uns gleich nochmal anschauen, ob jetzt hier noch irgendwelche Renovierungsarbeiten anstehen und so weiter. Das ist jetzt ein wirklich unüblicher Preis. Normalerweise beträgt der Preis etwa einen Jahresgewinn, also 123.000. Das ist also ein bisschen auffällig, warum das hier so günstig ist. Und wir sehen hier den Umsatz, also wie viel man einnimmt. Und das sind 389.000 Euro. Dann gehen noch an Materialien, Gehälter und so weiter, viele Kosten drauf. Und damit landen wir dann bei 123.000 Euro bereinigter Gewinn. Der Zahnarzt hat hier zwei Behandlungszimmer und ist eine sehr, sehr kleine Praxis. Aber wir sehen hier gleich, es gibt relativ wenige Daten. Man findet hier relativ wenig. Hier Raum Freiburg, hier wird ein bisschen ausgeführt, welche Instrumente da sind. Ein langjährig kompetentes Team von zweimal 31 Stunden, einmal 1,5 Tage die Woche, also Zahnarzthelferin, einmal Praktikantin und eine externe Abrechnungskraft zur Übernahme. Spektrum ist noch ausbaufähig, es werden Implantate gesetzt, Zuzahlungen sind eingeführt, Fazit beim Raum Freiburg eine solide und seriös geführte Praxis mit anspruchsvollem Klientel sucht, der sollte hier eine Besichtigung vornehmen. Der günstige Preis lässt viel Spielraum für eigene Vorstellungen. Also dieser Zahnarzt scheint seine Praxis nicht loszuwerden und muss hier die günstig abgeben. Das ist natürlich toll für Berufseinsteiger. Schauen wir uns jetzt einmal die nächste Praxis an. Die ist in Schwäbisch Gmünd und die wirft 287.000 Euro pro Jahr Gewinn ab. Ein Kaufpreis ist nur 160.000, Bruttoumsatz etwas mehr als eine halbe Million. Hier sehen wir eine Praxis nördlich Baden-Württembergs, 205.000 Euro Gewinn, 120.000 Euro Gewinn, 155.000 Euro Gewinn pro Jahr, hier 226. Aber es gibt eben auch Praxen, die deutlich mehr verdienen. Und wir können hier auch mal eingeben, da gibt es eigentlich nach oben kaum Grenzen. Also es ist derzeit so, dass die großen Praxen wirklich gezielt von Ketten aufgekauft werden. Die finden wir gar nicht mehr so leicht. Hier haben wir eine für 331.000 Euro Gewinn. Und hier haben wir eine gewinnstarken Praxis und die hat einen Umsatz von knapp einer Million und einen Gewinn von einer halben Million. Also als Zahnarzt kann man wirklich eine halbe Million pro Jahr verdienen. Es ist also tatsächlich möglich. Wir können uns jetzt nicht alle Details anschauen. Ihr könnt es mal selber tun. Es gibt auch noch Concura, ist auch noch eine tolle Plattform. Und hier sieht man auch Gewinne zwischen 100 Erträge, Reinerträge, also Einnahmen, Gewinne von zwischen 400.000 und 100.000 Euro. Es gibt also wirklich große Unterschiede, je nachdem, was man kann, wie viele Stunden man arbeitet und so weiter. Muss man als Zahnarzt also arm sterben? Nein, man verdient auf jeden Fall mehr als genug. Ich denke, mit diesem Beruf wird Geld nie ein Problem sein. Es ist natürlich auch extrem viel Verantwortung, harte Arbeit und ein anspruchsvolles Studium damit verbunden. Und ich denke, jetzt habt ihr einen ganz guten Überblick bekommen über die Gehaltsmöglichkeiten. Man fängt wirklich relativ niedrig an, aber dann mit Berufserfahrung und vor allem mit einer eigenen Praxis verdient man dann auch wirklich gut, und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir direkt. Ich habe meine Kontaktdaten unter dieser Infobox angegeben, in der Infobox unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel.